Mensch, Mord, was für eine Schnapsidee von dir, Werner besuchen zu fahren. Du schaffst es auch jedes Mal, mich für deine bekloppten Ideen zu begeistern. Mann, Mann, Mann. Als ich dir sagte, dass ich heute Werner besuche, sagtest du, das wäre die klasse Idee, ey, den alten Hautding mal zu überraschen. Und du warst total begeistert, ey, das hab ich bei dir lange nicht mehr gesehen, Lenny. Da hattest du mir aber auch nicht gesagt, dass der Depp im Krankenhaus liegt, Mann. Meinst du, wäre ich mitgekommen? Garantiert nicht. Selbst unter Strafandrohung würde ich solche wie einen Tempel nicht betreten. Zumal mich das immer wieder an meinen letzten Plörbräu-Absturz erinnert. Das war letzten Sommer auf der Hochzeit von Werners Tochter, ey. Die haben um 3 Uhr angefangen mit der Feier und du warst schon um 4 Uhr total besoffen, sodass der Notarzt dich mitgenommen hat, weißt du noch? Renault. Mann, Lenny, wie oft muss ich dir noch sagen, dass den die Franzosen bauen? Ich weiß, ich wollte ja auch genau sagen. Nach 9 Stunden Fahrt mit der Bahn freut mich, dass wir gleich geschafft haben. Zum Glück haben wir genug Jägermeister dabei, aber langsam wird es eng. Naja, jetzt sind wir ja hier und der alte Knittersack wird sich mächtig freuen. Warte mal, ich frage eben an der Information da. Entschuldigen Sie mal, mein Name ist Monsage, Murat Monsage aus Berlin. Guten Abend, mein Name ist Müller, Irmgard Müller. Was kann ich für Sie tun? Ich suche einen Freund von mir, Werner Winter heißt er. Der kommt auch aus Berlin, der müsste hier sein. Moment, ich schau mal nach. Winter, Werner. Ja, der liegt auf Station F3, Zimmer 17. Hast du gehört, Lenny? Der ist auf Zimmer Z17, nix wie hinter. Stopp! Nicht so schnell. Wer zuhören kann, ist klar im Vorteil. Ich sagte F3 Zimmer 17, aber der ist gerade zu einer Untersuchung in der radiologischen Abteilung. Aber da kommen Sie jetzt eh nicht so einfach rein. Warten Sie hier im Foyer oder oben auf seiner Station. Komm, Murat, wir warten oben auf der Station. Aber Moment, Murat, weißt du was? Ich habe eine Idee. Weißt du, was wir machen? Ich kann doch nicht hellsehen. Das sagte ich dir doch bereits mehrfach. Meine Hellseherbrille ist doch kaputt. Du hast eine Hellseherbrille? Ist ja bärenstark. So eine will ich auch. Mann, Lenny, ey, das war doch nur Spaß. Aber jetzt erzähl mal, was hast du denn vor? Also pass auf, ich würde sagen, wir besuchen Werner direkt oben auf der radiologischen. Er wird sich in Glühwein freuen, wenn er uns sieht. Außerdem wollte ich immer schon mal sehen, wie die das mit dem Klinikradio machen. Mensch, Lenny, das hier ist doch kein Radiosender, sondern ein Krankenhaus. Und die meinten die radiologische Abteilung, da wo man auch röntgen kann. Mit so Strahlen, Radiostrahlen, weißt du auch? Mit Strahlen kenne ich mich aus. Hab damals, als ich noch Sozialstunden hatte, im Jugendzentrum 2 Wochen lang den Disco-Raum verkabelt. Musste unzählige 60 Wattstrahler montieren, in Bund. Lenny, vergiss es. Glaube, das verstehst du eh nicht mehr. Aber mal was anderes. Du hast nämlich da was Entscheidendes vergessen. Die lassen uns doch da garantiert nicht rein. Obwohl, hey, guck mal, da steht doch ein Schild. Umkleidekabine. Da müssten die sich doch umziehen. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Komm mit. Murat, was hackst du wieder aus, Mann? Du bringst uns in Teufels Küche. Nee, Lenny, die Krankenhausküche ist da hinten links. Aber irgendwie hast du schon recht, hey, das Klinikessen ist so schlecht. Hey, da könnte man glatt denken, das hat der Teufel gekocht. So, Lenny, zieh mal den Kittel da an und schmeiß deine Schuhe in die Ecke. Guck mal, da hinten am Schrank, auf dem Regal, da stehen auch noch ein paar Birkenstock-Schuhe. Die ziehst du an. Und ich mach dir das Schild hier mal dran, mal sehen. Ah, Dr. Maywald. Hey, klasse Name. Jetzt habe ich, glaube ich, verstanden, was du vorhast. Du willst den Werner besuchen und dich als Doktor tarnen. Schlaue Sache, Herr Dr. Hammerschmidt. Wie, Hammerschmidt? Ach so, ja, mein Schild. Naja, war gerade nichts anderes da. Ja, dann mal los, ne? Gleich ist er weg. Dann war die ganze Maskerade für die Katze. Naja, mal sehen. Ah, dort, schau mal, Radiologie, komm, da müssen wir hin. Ob wir den hier finden? So viele Räume. Hey, Murat, ich glaube, ich höre ihn. Warte mal, folg mir unauffällig. Das ist er. Hey, und seine Stimme, die ist total unverkennbar. Hey, Werner, du alter Hundehaufen. Hallo, Werner, du Gesichtshumor. Wie geht es dir? Was machst du hier, Mann? Was wollen die mit dir machen? Und vor allen Dingen, was sagt der Arzt? Kommst du durch? Lenny und ich, naja, wir arbeiten hier gelegentlich als Hilfsärzte und unsere Kittel sind in der Reinigung. Und da haben wir einfach gedacht, wir nehmen die 2 Kittel von unseren Kollegen. Die sind nämlich im Urlaub und da haben wir die einfach genommen. Ach so, Verdacht auf Leberzirrhose. Naja, und ein leichter Herzinfarkt. Und jetzt wollen die dich am Herzen untersuchen? Ich hab dir ja immer gesagt, mein Bester, Jägermeister ist dein Untergang. Apropos Jägermeister, ich hab hier noch eine Flasche in meiner Jackentasche. Willst du auch einen Schluck? Mensch, Werner, meinst du, die paar Schlücke verändern dein seelisches Gleichgewicht? Ach, das kannst du ruhig trinken, Alter. Es spricht absolutens nichts dagegen. Also Prost und weg damit. Mal sehen, wo die Kabel hingehen. Murat, ich prüf mal Werners Anschlüsse. So, ja, hier, das ist rot, und jetzt blau. Dr. Hammerschmidt, Murat, guck mal hier bitte, das Gerät. Mensch, Lenny, du kannst aber auch gar nichts alleine. Ey, was soll denn das hier? Zeig mal her. Ja, rot ist doch richtig und blau stimmt auch. Ist doch alles okay. Mann, Lenny, du hast natürlich das Wichtigste vergessen. Den No-Knopf, den hast du nicht gedrückt. No ist Englisch und das heißt natürlich, nein, da kannst du nichts verkehrt machen. Ach so, deswegen, naja gut, ich drück mal den Knopf. Mann, Lenny, ey. Was du anfasst, geht kaputt. In dem Fall ist es Werner. Mann, der sieht aber auch echt komisch aus. Und aus seinen Ohren, da kommt Rauch. Ey, und da hinten,
Nee, Ola, da kommen auch noch zwei Ärzte, ey. Lass uns schnell verschwinden, bevor die uns hier sehen und Werner noch aufwacht. Genau, vielleicht denkt er, hat nur eine Halluzination. Jetzt aber nichts wie weg hier, Mann. Aber sag mal, Murat, was ist eigentlich ein Defibrillator? Das weiß ich auch nicht. Denke mal, ein Klimagerät oder so. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Das stand neben dem Knopf, wo ich gedrückt habe. Na, dann hat er es nachher wenigstens schön frisch, wenn er zu sich kommt. Du, Murat? Ich fühle mich richtig wohl in dem weißen Kittel. Ich glaube, ich behalte ihn an. Lenny, ey, das ist perfekt. Das ist das perfekte Kostüm. Wie? Was Kostüm? Sag jetzt bloß nicht, du willst nach dem Stress auch noch in den Zirkus. Mann, Lenny, nix mit Zirkus. Heute ist Weiberfastnacht. Was das denn? Dürfen die dicken Frauen heute nichts essen? Mann, die Katholiken, die sind aber wenig bescheuert. Immer was Neues. Lenny, es ist Karneval und heute ist Donnerstag. Das nennt man dann auch Weiberfastnacht. Und das heißt Saufen, Knutschen und Tanzen. Das klingt gut, da bin ich dabei. Wo fangen wir an? Das ist egal. In der Karnevalszeit ist Jans Köln ein Irrenhaus. Okay, dann mal los ins Getümmel, ne? Aber meine Frage, wieso ist Werner eigentlich hier hingefahren? Doch nicht, um sich untersuchen zu lassen. Denke mal, der macht einen Kurztrip wegen dem Karneval und so. Mann, hatte ich mir fast gedacht. Berlin, du bist so wunderbar.